Lange vor YouTube hat der WDR tausende Klugscheißerfakten in die Wohnzimmer und Schulen gesendet. Grund genug, sich meine Vorgänger-Klugscheißer einmal genauer anzuschauen. Viel Spaß! Ja, Spitzenintros. Aber wo ist denn der Moderator? Wir haben in unserer letzten Lektion gesehen, dass die Entdeckung der Vererbungsregeln einen großen Vorteil für die Tier- und Pflanzenzüchtung darstellt. Nun, das Wort Satellit bedeutet so viel wie Begleiter. Und einen solchen Begleiter unserer Erde kennt ihr alle. Es ist der Mond, der ständig um unsere Erdkugel kreist. Heute wollen wir das Fernsehen in der Schule einmal aus der Sicht des Empfängers betrachten. Nach einem reichlichen Jahr Schulfernsehen in Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Lande praktisch keine Hauptschule, keine Realschule und kein Gymnasium mehr, das nicht mindestens ein Fernsehgerät besitzt. Das ist gewiss eine erfreuliche Bilanz. Es gibt zwei extrem ungünstige Betrachtungsbedingungen für das Fernsehen, nämlich Fernsehen bei vollem Tageslicht und Fernsehen bei völliger Dunkelheit. Was kann man beim Fernsehen eigentlich alles falsch machen? Der Fernsehapparat ist falsch aufgestellt. Die Mädchen können das Geschehen auf dem Fernsehschirm nicht richtig verfolgen. Tja, wenn also das Fernsehgerät in Augenhöhe der Schüler steht, dann kann man nicht mehr von allen Plätzen aus das Programm genau verfolgen. Der Fernsehempfänger muss also erhöht aufgestellt werden. In der folgenden, der 13. Lektion, werden wir die sogenannte Selfie-Stange. Das ist eine teleskopierbare Metallstange für die Verlängerung des Fotoarms zur angenehmeren Aufnahme von Selbstporträts genauer betrachten. Zu dem Zubehör der Kamera gehörte auch eine abnehmbare, an der Kamera befestigte Stange, die an der Grifffläche einen Auslöser besaß, der über ein Kabel mit dem Fotoapparat verbunden war. Doch Obacht! Durch die erhöhte Position der metallenen und damit leitenden Selfie-Stange kann sie bei Gewitter auch als Blitzableiter fungieren, was vor einiger Zeit das Verhängnis von einem Waliser Wanderer wurde, den der Blitz traf. Ja, und da sucht sich der Blitz natürlich immer genau diese freihängenden Leitungen aus. Drittes Beispiel hast du hier, Blitz im Gebirge. Hey. Aber nun mal im Ernst. Beim WDR konnte und kann man sich in gut 60 Jahren eine Menge Klugscheißerwissen aneignen. Es lohnt sich wirklich jedes Video. Aber sehen Sie doch einfach selbst. Ich zeichne Ihnen einmal auf unserer Zeichenebene diese Tafel 7 Punkte ein. Erkennen Sie, was ich damit dargestellt habe? Natürlich. Tja, naja. Habt ihr eigentlich eine Lieblingswissenssendung? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Und lasst mir doch eine virtuelle Bestätigungsbekundung zukommen. Am besten mit einem Like oder einem Abo. Tja, also dann bis bald, liebe Klugscheißer.